Diese Linien haben die ganze Diskussion ausgelöst. Das Bundesamt für Verkehr war der Meinung, dass man einen Teil davon wegnehmen muss, weil es nicht den neuesten Vorschriften entsprechen und bei Sehenden für Verwirrung sorgen könnte. Für Blinde wäre das ein grosses Problem. Sehen Sie, und das ist jetzt genau der Teil, der weg muss. Da. Ich finde es so, die Stege nicht mehr. Wenn ich vom Perron, vom Zug komme, dann müssen genau diese Leitlinien hier, die mich jetzt an die Stege herführen, die müssen weg. Es darf rein nur noch die Markierung haben, betreten, verlassen. Perronbereich, gerade bei den Stegen zu. Aber die Verbindung zwischen der Perronkante und Stegen, die fehlt mir. Das Wegmachen von der Linienverstossung gegen das Diskriminierungsgesetz finden die Blindenverbände und haben Anfang Januar Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Dass die Linien nicht den neuesten Vorschriften entsprechen, hat damit zu tun, dass beim Bau des Bahnhofs neue Vorschriften für die Markierung von Blindenlinien entstanden sind. Wir haben dann gefunden, es macht keinen Sinn, dass wir hier unten etwas anderes machen als in allen anderen Bereichen des HB. Weil dort haben wir die Verbindungslinien nach wie vor, weil die bestehen schon lange. Und darum haben wir gefunden, wir setzen es auch gleich um wie in den übrigen Bahnhofsbereichen und haben das BAV darüber auch informiert. Trotzdem ist man beim Bundesamt für Verkehr auf einmal der Meinung, dass diese Linien weg müssen. Für Doris Lüscher nicht nachvollziehbar. Wenn die Linien nicht mehr da sind, dann kann ich mich wohl an der Perronkante orientieren. Ich weiss sogar, wo der Abgang könnte sein, Richtung Stegen. Aber dann fehlt mir die Information, dass ich hier da bis zur Stegen geführt werde. Ein Problem, das nicht nur den Bahnhof Löwenstrasse betrifft. Die neuen Ausführungsbestimmungen vom Bundesamt für Verkehr sind schweizweit ein Problem für Blinde. Es geht um eine grundsätzliche Geschichte. Hier am Bahnhof Löwenstrasse sieht man es jetzt ganz deutlich. Aber die Problematik, dass wir keine Leitlinie mehr auf den Perron anbringen dürfen, die haben wir in der ganzen Schweiz. Jetzt zeigt der Protest aus der Bevölkerung und von den Blindenverbänden Wirkung. Zumindest rund um die Diskussion am Bahnhof Löwenstrasse. Das Bundesamt für Verkehr hat heute mitgeteilt, dass sie den Entscheid nochmal überdenken wollen. Das Signal weist darauf hin, dass die heiß diskutierten Linien doch bleiben dürfen.